Hallo Leute, willkommen bei diesem Testvideo. Heute teste ich dieses Kratzpapier. Das habe ich in einem Nanunana gefunden. Hier steht drauf 95 Cent und es sind 24 Blätter drin und ein Kratzstäbchen. Vielleicht kennt ihr solche Kratzmalbücher, die habe ich in letzter Zeit öfter gesehen. Und als ich dann dieses Kratzpapier sah, dachte ich, na, ist ja eigentlich eine coole Idee, das probiere ich mal aus. Jetzt mache ich das mal auf. Das ist hier offenbar das Kratzstäbchen. Klein und handlich, mit Loch drin, das kann man also auch irgendwo festbinden oder so. Gut, das ist hier nur das Deckblatt und hier haben wir jetzt, okay, ja, schwarze Papiere, hier lauter schwarze Papiere und ich nehme mal an, unten drunter ist es irgendwie farbig und da kann man jetzt kratzen. Früher haben wir sowas selber gemacht mit Wachsmalstiften, da haben wir mit Wachsmalstiften erst was Buntes gemalt in verschiedenen Farben und dann mit schwarzem Wachsmalstift drüber und dann kommt man das Kratzen. Aber dieses hier ist irgendwie, ja, glänzt nicht so und ist natürlich praktisch, wenn man es gleich fertig kriegt. Jetzt gucke ich mal, was ich da so kratzen kann. Okay, das ist ganz gut. Geht recht einfach. Und jetzt kann man es auch ausmalen, also auskratzen. Und schön ist irgendwie immer die Überraschung zu sehen, was sind da für Farben drunter. Weil meistens weiß man es ja nicht. Außer wenn man es selbst gemacht hat. So. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Jo, man kann auch schreiben. Das funktioniert auch recht gut. Ja, mal gucken. Smiley kann man bestimmt auch machen. So. Ja, also ich finde, es funktioniert gut. Es macht genau das, was es soll. Und man kann da wohl einfach so nette Grüße schreiben. Hier sieht man, da hat jemand ein Hello Sunshine und so. Have a nice day, ein Gruß mit einer Blume und so. Kann man, ja, nette Grüße machen. Eine Blume könnte ich auch mal machen. So. Ja, dann kann man hier die Blütenblätter ausmalen. Das wären jetzt natürlich keine großen Kunstwerke. Vielleicht könnt ihr das noch viel schöner als ich ausmalen. Aber ich will es jetzt ja auch nur ausprobieren, ob es irgendwie gut ist. Jetzt ein paar Punkte hier rein. Okay, und Stängel. Ja, also ich finde das ganz gut. Es tut genau das, was es soll. Es ist ein Papier, wo man kratzen kann und dann kriegt man hier verschiedene Farbeffekte. Ja, und ich finde es jetzt auch halbwegs bezahlbar. Wenn man es jetzt nicht so alles in einem Rutsch wegverbraucht, dann ist es natürlich teuer. Aber wenn man für einen schönen Gruß mal sowas nimmt, finde ich das eine tolle Sache. Und ich denke mal, meine Enkeltochter hat bestimmt Spaß dabei, hier die restlichen zu verbrauchen. Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und noch einen wunderschönen Tag. Übrigens, wusstet ihr schon, dass ich auch einen Gaming-Kanal habe? Dort spiele ich hauptsächlich Sims 4, zum Beispiel die 100 Baby Challenge. Aber ich spiele auch gerne Sims Mobile oder ganz andere Spiele, zum Beispiel Niche oder Wildlife Park 3. Es gibt täglich neue Videos, meistens Let's Play und manchmal Bauvideos oder Tutorials. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meinem Gaming-Kanal vorbeischaut. Oben rechts verlinke ich euch meinen Gaming-Kanal. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.